Herr Schmidt, Sie sind Regisseur der neuen Miniserie Das Verschwinden. Wie ist denn die Idee dazu entstanden? Die Idee ist entstanden, dass mein Co-Autor Bernd Lange und ich versuchen wollten, nicht über 1,5 Stunden zu erzählen, sondern über 6 Stunden, also das Format der Miniserie nutzen wollten, um einen Kosmos in einer ganzen kleinen Stadt zu erzählen, 4 Familien, die wir beleuchten wollten und das Ganze zu kombinieren mit einer klassischen Krimi-Ermittlergeschichte. Auffällig ist ja, dass jetzt immer öfter ausgewiesene Kinofilmer wie Tom Tykwer oder auch Sönke Wortmann und jetzt Sie plötzlich fürs Fernsehen arbeiten. Kann man sagen, so die Miniserie oder die Eventserie ist das neue Kino? Also ich würde nicht sagen, es ist das neue Kino. Ich würde sagen, das kann gut auch neben dem Kino existieren. Wir erleben eine Diversifizierung der Formate und ich glaube, dass die Miniserie für das, was sie kann, nämlich lange Geschichten erzählen, die Figuren genau angucken, seinen Bestand haben wird in Zukunft neben dem Kino. Also ist das, was ist das Besondere, das Faszinierende an der Miniserie im Gegensatz jetzt zum Kino? Für mich war das Tolle an der Arbeit und das Verschwinden schon in der Buchentwicklung, dass ich mich einfach auf die Figuren einlassen konnte, dass ich die Möglichkeit hatte, lange Erzählbögen zu knüpfen. Und ich vergleiche das so, glaube ich, mit der Arbeit an einem Roman im Gegensatz zur Arbeit vielleicht an einer Kurzgeschichte. Noch eine letzte Frage. Das Verschwinden glänzt mit einer großartigen Besetzung. Können Sie sagen, warum Sie sich eben für zum Beispiel Elisa Schlott, die jetzt das verschwundene Mädchen spielt, oder für Julia Jentsch in der Hauptrolle als Mutter entschieden haben? Also ich gucke beim Casting nie nach großen Namen. Julia hat einen, Elisa vielleicht noch nicht, aber es ist nur eine Frage der Zeit. Johanna Ingelfinger kann man entdecken in Das Verschwinden in der Rolle von Manu Essmann. Ich schaue einfach, wer passt am besten für die Rolle, wer spielt es so, dass ich das Gefühl habe, auch noch 3, 4 Wiederholungen. Ich schaue immer noch gerne zu. Und mit wem kann ich auch in einem Casting, für das ich mir viel Zeit nehme, gut arbeiten? So stelle ich die Besetzung zusammen. Dankeschön. Gerne.